Jeder siebte Mensch ist heutzutage ein Migrant. Menschen migrieren aus unterschiedlichen Gründen. Manche suchen nach besseren Möglichkeiten. Andere fliehen vor Konflikten, Naturkatastrophen oder Gewalt. Genauso gibt es Menschen, die das Bedürfnis haben, zurückzukehren. Zum Beispiel, weil sie wieder mit der Familie vereint sein möchten, weil sich die Bedingungen im Aufnahme-, Transit- oder im Herkunftsland geändert haben, weil sie keinen legalen Aufenthaltsstatus haben oder weil sie nicht genügend Arbeitsmöglichkeiten finden. Nach Hause zurückzukehren kann eine schwierige Entscheidung sein. Zurückzukehren bedeutet meist, einen neuen Job suchen zu müssen, sich an einen anderen Lebensstil anzupassen, den Kontakt mit Familie und Freunden wieder aufzunehmen und Pläne für die Zukunft zu machen. Seit 1979 hat IOM, die UN-Migrationsorganisation, mehr als 1,5 Millionen Menschen bei der Rückkehr in ihre Herkunftsländer geholfen. Von diesen Programmen zur unterstützten freiwilligen Rückkehr und Reintegration haben aufgrund zunehmender globaler Migrationsbewegung im letzten Jahrzehnt immer mehr Menschen profitiert. Diese Form der Unterstützung berücksichtigt die Erwartungen der Migranten, die Bedürfnisse der Gemeinschaften sowie die Interessen von Regierungen. Und wie funktioniert das in der Praxis? IOM bietet Migranten, die sich zu einer Rückkehr nach Hause entscheiden, aber nicht über die dafür notwendigen Mittel verfügen, administrative, logistische und finanzielle Unterstützung an. Dazu gehört individuelle Beratung durch IOM oder Partnerorganisationen. Oft wird die Rückkehrunterstützung ergänzt durch Reintegrationsmaßnahmen, die den freiwilligen Rückkehrern dabei helfen, ihr Leben innerhalb der Gesellschaft, in die sie zurückkehren, wieder aufzubauen. Vulnerable Migranten erhalten während des gesamten Rückkehr- und Reintegrationsprozesses individuell zugeschnittene Unterstützung. Dazu kann zum Beispiel die Erhebung der familiären und sozialen Situation für unbegleitete Minderjährige, eine Gefahrenanalyse für Betroffene von Menschenhandel oder die medizinische Versorgung während der Reise gehören. Die Freiwilligkeit ist in der Vorbereitung einer Rückkehr von wesentlicher Bedeutung und trägt auch entscheidend zur Nachhaltigkeit der Reintegration bei. Migranten müssen ein gutes Verständnis davon haben, wie das Unterstützungssystem funktioniert und welche Möglichkeiten sie haben, damit sie eine informierte Entscheidung treffen können. Berater von IOM und qualifizierte Partner begleiten die Migranten während dieses gesamten Prozesses, wobei die freiwilligen Rückkehrer ihre Meinung bis zur Abreise jederzeit ändern können. Abhängig von den Angeboten des jeweiligen Programmes kann sich IOM um die Reisevorbereitungen kümmern. Dies beginnt bei der Organisation der notwendigen Reisedokumente und Buchungen der Flugtickets und reicht bis zur Hilfe beim Boarding am Tag der Abreise. Normalerweise reisen Rückkehrende, wie alle anderen Passagiere auch, mit Linienflügen oder per Bus und können dabei auch während des Transits unterstützt werden. Bei Bedarf können auch operative oder medizinische Begleitpersonen organisiert werden. Reintegrationsunterstützung ist von zentraler Bedeutung, um die wirtschaftliche Eigenständigkeit, das soziale Gleichgewicht innerhalb der Gesellschaft sowie das psychosoziale Wohlbefinden der Rückkehrenden zu fördern. Allerdings gibt es hier kein Einheitsmodell. Reintegrationsunterstützung ist unter anderem von den Bedürfnissen der Rückkehrer, den Zielsetzungen eines Programms sowie den verfügbaren Ressourcen abhängig. Rückkehrer können dabei unterstützt werden, wirtschaftlich tätig zu werden, Zugang zu Grundversorgung zu erhalten oder um wieder mit ihren Familien und Freunden in Kontakt zu treten. Eine kontinuierliche Nachbetreuung der Migranten spielt eine wichtige Rolle in der Bewertung der Erfolge und Herausforderungen. Das wiederum hilft IOM und den Partnern dabei, zukünftige Unterstützungsaktivitäten anzupassen. Dank engagierter Mitarbeiter und einem weltweiten Netzwerk an Büros setzt IOM heute in über 170 Ländern Programme zur Unterstützung der freiwilligen Rückkehr und Reintegration um. Um die Wirkung von diesen Programmen zu maximieren, kooperiert und fördert IOM den Dialog mit verschiedensten Akteuren weltweit, inklusive staatlicher Institutionen, internationaler Organisationen, Migrantenvereinen, NGOs und der Privatwirtschaft und fördert damit die Rückkehr im Einklang mit Menschenrechten und Menschenwürde zum Wohle aller.